Hallo! It's not the future nor the past. Ich höre das neue Jennifer Lopez Album. Jennifer Lopez ist Schwalz Pisser Fan von der, und von der kommt ursprünglich auch der Name Diebrall übrigens. Ich versuch's kurz zu halten. Jennifer Lopez hat sich irgendwann J-Lo genannt. Da ich so ein Fan war und irgendwann mal angefangen habe zu rappen, habe ich auch meine Initialien genommen. Das waren dann D und PA, die Buchstaben, die ich bräuchte, um auf so ein J-Lo zu kommen. Dann hatten wir D-Punkt, PA-Punkt, Vor- und Nachname. Dann, Problem war, dann hieß das nicht DPA oder so, irgendwie, dass sich das cool anhört, weil wenn du D.PA. machst, dann heißt das einfach DPA. Dann denke ich, nee, hört sich scheiße an. Dann habe ich über einen Punkt zwischen die Dinger, zwischen die Buchstaben gehauen, damit wir DPA haben. Problem ist, wenn da Punkte zwischen sind, dann muss das irgendwas bedeuten. Dann auf dem Pausenhof habe ich dann rumgefragt, was könnte DPA bedeuten? Habe ich so Freunde und so gefragt. Der eine sagt Döner Power Ali, der andere sagt Dimi provoziert alle. Und immer habe ich den anderen Leuten auch die Liste gezeigt. Und wenn jemand bei irgendetwas zugestimmt hat, habe ich einen Strich hintergemacht. Die meisten waren auf Dimi provoziert alle, weil ich den Leuten immer oft auf den Sack ging. Und DPA war dann Dimi provoziert alle. Irgendwann habe ich mir in die Hosen gekackt. Sowohl wortwörtlich als auch normal. Metaphorisch gesehen oder wie man das nennt. Ne, und weil in der Zeitung stand immer nach so einem Bericht DPA, Deutsche Presseagentur. Da habe ich gedacht, boah, ich bin so ein krasser Rapper, irgendwann, ich krieg Probleme mit dem. Okay, was machen wir jetzt aus DPA, DPA? Dann habe ich, was habe ich? Dimi provoziert alle. Dann haben wir das DI genommen von Dimi, PR von provoziert und AL von alle. Und dann hatten wir Diebrall. Geil! So wurde aus J-Lo Diebrall. Wir fahren nach Übach-Palenberg, Kinder. Ist direkt hier nebenan, halbe Stunde. Aber ich war noch nie in meinem Leben da, glaube ich. Ein Kollege, der macht einen Laden auf, so einen Game-Shop-Laden. Und ich habe in der Garage so Zeugs gefunden, was ich nicht mehr brauche. Hätte ich eh bei eBay reingetan. So alte DVDs, Blu-Rays, Spiele. Ja, und das bringen wir dem jetzt. Cool! Wir haben es geschafft, Kinder. Wir sind in Übach-Palenberg. Hier mit Zeugs abgeht. Schön. Und hier ist meine Karre. Habe ich euch auch noch nicht gezeigt. Oh, ich habe Weitwinkel. Oh, sieht das aus wie so eine Banane. Oh. Guck mal hier das Zeug, was wir jetzt mitgebracht haben, dem jungen Mann hier. Zeugs. Zeugs. Das wird hier langsam. Schön habt ihr das hier. Boah, Blazy Einse, oi. Oh, ich hab eine Karte. Cool. Der. Da. Schön. Dankeschön. Jetzt haben wir dem das Zeug gebracht, Kinder. Der hat mir ein paar Takis gegeben. Ein T-Shirt hat er mir gegeben. Pokémon Gelb, damit ich das mit meinem gelben Gameboy einrahme. Und das neue Prince of Persia. Geil. Das J-Lo-Album haben wir auch schon zur Hälfte durchgehört. Die hat es auf jeden Fall noch drauf. Das ist auf jeden Fall geile Vibes auf dem Album, Alter. Ich fühle mich wieder, als wäre ich 14. Du musst mit mir lauter reden. Warum? Weil ich nichts höre, Mann. Das hier ist unsere Ausbeute, Kinder. Ein T-Shirt hat er mir mitgegeben. Das neue Prince of Persia. Ey, was ist das andere Ding hier? Pokémon Gelb. Ich will das halt hier mit meinem Gameboy so einrahmen noch. Geil. Und ja, jetzt habe ich den PC mal angeschmissen, da können wir den Vlog hier direkt fertig schneiden und hochladen. Alles in Echtzeit, das ist doch schön. Frühstücken müssen wir ja auch noch. Frühstücken und Vlog cutten. Und kacken. Tschüss.